Guten herzlichen Tag und willkommen und Flügelzupfel und Pinselbüschel und so weiter. Das ist zwar ein neues New Vegas Video, aber das wird diesmal ein bisschen anders sein als die bisherigen, weil ich habe heute meine Mineralogie-Diplomprüfung bestanden. Und darüber bin ich jetzt nämlich so glücklich, dass ich am liebsten die ganze Welt umarmen werde. Inklusive den Zuschauer. Es sei denn, der will nicht. Und deshalb will ich jetzt nämlich eigentlich darüber reden und nicht über das Spiel als solches. Also ich zeige zwar natürlich schon auch, wie ich spiele, aber zumindest in diesem Video will ich über andere Dinge reden. Nämlich, ich werde natürlich nicht sagen, was ich für eine Note habe, weil ich glaube, es gehört sich nicht damit anzugeben. Bin aber jedenfalls sehr zufrieden mit der, die ich gekriegt habe. Und das ist halt irgendwie nicht so wie beim Abi. Dass da allgemeiner Jubel ist und alle Abi schreien und so. Und ich habe mir auch überlegt, warum das so ist. Und bin zu dem Schluss gekommen, dass das wohl daran liegen muss, dass ja bei der Diplomprüfung nicht alle gleichzeitig die Prüfung haben. Nämlich in der Schulzeit, da ist das ja so, dass immer eine Klassenstufe zu einer bestimmten Zeit jeweils Prüfung hat und dann so ziemlich alle auch tatsächlich bestehen. Also beim Diplom offensichtlich nicht. Beziehungsweise, was heißt da offensichtlich? Ich muss es ja wissen. Und da gibt es dann halt einfach keine solchen riesigen Jubelorgien und so. Aber ich will es hier einfach mal sagen, dass ich mich eben freue und so. Und unter diesen Umständen macht mir nämlich sogar der ganze Blödsinn von New Vegas nicht mehr so viel aus. Obwohl ich das Spiel natürlich trotzdem nicht mag und das auch niemals tun werde. Aber irgendwas wollte ich sagen. Ach so, genau. Oder was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Ach so, genau. Das ist ja Mineralogie, was ja eigentlich ein bisschen vergleichbar mit Geologie und so ist. Also Erdkunde sozusagen. Und dass es aber eigentlich so ist, dass ich zu meiner Schulzeit in Erdkunde immer voll schlecht war. Und nämlich der Büschelflügelflügelkopf hat sich darüber gewundert, dass ich dann ausgerechnet praktisch in Erdkunde mein Diplom macht, also eine Diplomprüfung hat. Und sich noch mehr darüber gewundert, dass ich dann auch noch bestanden habe. Nämlich, ich könnte nicht sagen, wo das Variscum Mitteleuropas ist. Ich kann aber sagen, was es ist und was dafür Gesteine gebildet werden. Oder ist mit diesen komischen Subduktionszonen, das natürlich nie einer richtig verstanden hat. Weder in der Schule noch jetzt. Man weiß zwar, dass es die gibt, aber so richtig kapieren tut man die nicht. Also klar, dass der Himalaya durch so eine aufgebaut wird, klar. Ist ja offensichtlich, aber woher zum Teufel soll man jetzt erstens wissen, wie die Platten heißen, die da kollidiert sind, und zweitens, welches die subduzierte und welches die aufgeschobene Platte ist? Kann man dann nämlich natürlich nur erraten, beziehungsweise sich herleiten. Aber wirklich wissen tut das keiner. Aber immerhin habe ich dadurch praktisch endlich die Schande wettgemacht, in meiner Schulzeit mal in Erdkunde eine 6 gehabt zu haben. Gucke ich aber mal, wie lang das Video schon geht. Ach, was soll's, ich konzentriere mich jetzt wieder ein bisschen auf das Spiel. Schon, diese Landbesetzer glauben, dass ihnen alles gehört. Du sollst aufpassen, was du sagst, sonst machst du gleich Bim. Vor ein paar Tagen wollte sich ein Kerl durch das Südtor stehlen. Nichts übrig geblieben, außer Staub. Ach nee, das habe ich gesehen und ich habe ihn aber auch schon längst gerecht. Das heißt, der Durchstehlen, man darf dahin, wo man hin will. Schauen Sie in Atomic Wrangler.
Winter vorbei, wo der Fuß weniger, die Glück viel freundlicher und das Weibsvoll genau wieder zu. Was? Die Stimme geht ja mal gar nicht. Hey Baby, besuchen Sie das Atomic Wrangler, wenn Sie ein wenig Spaß. Hör auf, dich umzudrehen, wenn ich gucken will, ob deine Schuhe hochhackig sind. Das sind ja tatsächlich so ganz niedliche Herzbums. Die haben so schön rauf und runter schrammen können. Den kann die bestimmt schweren Schaden anrichten. Hallo. Sie wollen die tödlichsten Waffen. Vor allem weiß ich jetzt endlich, warum zum Teufel man manchmal einfach Striche dazu gezählt kriegt. Wegen dieser Volt 13 Kantine, solange man die im Inventar hat, wird man offensichtlich immer mal wieder einfach geheilt. Aber der hier sieht mir irgendwie... Enklavenkisten? Der sieht nicht suspekt aus. Willkommen im Silver Rush, der besten Quelle für Laser. Ach so, das ist dieser Laserwaffenladen, von dem einer im Forum erzählt hat. Und hier könnten allerdings Fallen sein. Also muss ich hier ein bisschen aufpassen. Und Betten, die mir nichts bringen. In Klammern Hurra. Würde ich gerne Hydranten einlösen können. Leider geht das nicht. Wie Friesheit, da bin ich doch schon die ganze Zeit. Keine Ahnung. Wenn Sie mir einen Gefallen tun und woanders hingucken, damit ich das Teil aufbrechen kann. Oder sieht mich hier noch irgend so ein Idiot? Und den natürlich auch einfach umlegen, aber will ich ja irgendwie alles umlegen. Hä? Was zum Teufel sieht denn mich hier? Egal. Glück. Hey. Ach egal, der kann mich am Arsch lecken. Du kriegst aber keine Hilfe, weil du ja allein bist. Was zum Teufel? Da hinten wird ja auch noch einer feindlich. Na toll, jetzt machst du gleich düdelü, stimmt's? Du hast mich doch überhaupt nicht getroffen, du kleine Cheater. Wo ist so neun? Ich muss in Safe State zurückgehen. Das ist ja mal gecheatet. Ach nee, du sollst es nicht öffnen, du sollst es halt doch einfach löschen. Alter, ich habe auf Entfernen gedrückt. Vielleicht nicht immer so. Mal sehen, wie groß das jetzt ist. Und ob sie es jetzt überhaupt wieder herholen lässt, wahrscheinlich nämlich nicht. Na toll, dann kann ich das Teil ja gar nicht aufbrechen. Gegen diesen mistigen Bastarden. Hallo. Ich fürchte, ich muss sie durchsuchen, bevor ich sie reinlasse. Dann werden sie hier nicht einkaufen. Ich fürchte, ich muss sie... Ach nee. Ich muss den sogar killen. Und alle anderen in Friesheit auch, weil die ja dann auch feindlich werden. Großartig. Das heißt genau genommen. Am besten will ich es versuchen mit kritischen Fleischtreffern zu machen, oder? Ach so, der Silver Rush-Schreier gehört zu diesem dödeligen Laden anscheinend. Kommen Sie in Silver Rush, wenn ich... Hab ich dich! Ach nö, ey! Ich war doch unsichtbar. Ich geb dir gleich einen Teufel! Oh nö, das sind viel zu viele NPCs, die man jetzt alle umlegen muss. Habe ich ja Bock drauf. Sie wollen jemanden tot sehen? Ja! Tschüss! Die sind jetzt tot. Natürlich werden aber diese bastardigen Bastarde da hinten nicht feindlich. Erstaunlich. Aber der andere Bastard, der ist wahrscheinlich feindlich geworden. Wo so neun? Man sieht natürlich auch überhaupt nicht, wo zum Teufel das dann jeweils herkommt. Aber so wie ich diese Bastard-Fastarde kenne, kommen die jetzt in einer riesengroßen Armee und werden mich ownen. Weil ich aber immer noch keine Stricherquelle gefunden habe, kann ich nichts machen. Ich kann nämlich wetten, dass man auch bei diesen bastardigen Kings nicht rein kann,
ohne alle umzulegen oder seine Waffen abzugeben. Ich könnte hier Hilfe gebrauchen. Dich mach ich tot, du. Kamehameha! Watsch, batsch, batsch, batsch. Watsch, batsch, batsch, batsch. Bim, 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 bim. Bim, 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 bim. So ist das Leben in Freeside halt. Ja, gell, der ist verdammt nochmal selber schuld, wenn er so blöd ist. Mal sehen, ob hier auch einer meiner Waffen wegnehmen will. Weg. Weg. Na, hier kann ich anscheinend rein. Hey, das gehört uns. Es gibt das keine. Nix da! Macht Spaß. Ach, lass mich doch einfach in Ruhe, du Bastard. Wer zum Teufel soll denn Pacer sein? Schon mal was von Intim-Sphäre gehört, Junge. Ich sag sowas noch einmal und du bist tot. Wenn ich mir erstmal neue Striche geholt habe, seid ihr alle tot gemacht. Ich weiß, ich sehe aus wie ein gottverdammter Ira, der alles killt, was ihm vor den Zucker kommt, aber eigentlich will ich das gar nicht, sondern die machen mich immer nur blöd an oder sind sonst wie bastardig. Was soll ich da machen? Ich lass mich nicht blöd anmachen. Wer sowas versucht, der kriegt halt das, was er verdient. So einfach ist das. Das gilt zum Beispiel vor allem für diese Böb-Typis, die einem die Waffen wegnehmen wollen. Und das hat irgendwer im Forum, irgend so ein Sonderbüschel-Miesi, gesagt, dass man da die Taste einfach gedrückt halten kann und dann die ganze Zeit gluckert. Nur was ich mich auch schon in Fallout 3 immer gefragt habe, ist, warum zum Teufel kann man nicht speichern, während man da gluckert? Das ist ja sinnlos. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass ich das weiß. Man rechnet ja keiner mit, als in Fallout 3 auch nicht so war und keine gottverdammte Mofo-Bedienungsanleitung für das Spiel existiert. Und ja, ich weiß, geht schon wieder los mit dem ständigen Beschweren. Es gibt welche, die sich darüber beschweren, dass ich irgendwie an New Vegas überhaupt kein gutes Haar lassen kann oder so. Sogar in Morrowind und Oblivion war ein Handbuch dabei, wenn auch nur in voll der niedrig aufgelösten PDF-Version. Die Lage auf dem Strip ist zurzeit angespannt. Das Oberhaupt einer der Familien von Mr. House wurde getötet. Jetzt heißt es erstmal nicht aufhalten. Mittlerweile weiß ich natürlich auch, dass Neuner Eisen eben doch nicht dasselbe wie Billardschläger ist. Und ich wundere mich auch drüber, dass sich noch niemand über die Bezeichnung Billardschläger beschwert hat. Ich frag mich ja, ob diese Oberwitzfigur, die sich King nennt, hier irgendwo ist. Warum sprechen die den Strip nicht einfach Strip aus? Warum müssen alle immer in Anglismen reden? Voll nervig. Ich frag mich nicht, ob dieser dödelige Vollbuhn von dem King irgendwo ist. Nämlich den habe ich schon mal gesehen, als so ein anderer gezockt hat. Bitte? Sie sind nicht der King. Weiß der King, dass Sie hier oben sind? Ach nee, ich ziehe dich gleich aus und vergreife mich an deinen Brüsten. Wie einen alle blöd von der Seite anmachen. Und wenn man dann aber auf die losgeht, dann stellt sich raus, dass das voll die Weicheier sind, die überhaupt nichts aushalten. Naja, ein King ist hier irgendwie nicht zu sehen. Nämlich der King ist so eine total abgelutschte Witzfigur, wenn du mich fragst. Der ist so ein Superversager in dreckigen Klamotten, keine Ahnung warum der dann King heißt. Und ich könnte wetten, dass der, so wie alle anderen auch, mit einem kritischen Schleichtreffer tot ist. Dass das realistisch ist, geht mir übrigens am Arsch vorbei. Ich will jetzt aber mal gucken, wie das mit diesem Hunger ist. Der zieht ja schon ganz viel ab, so ein Mist.
Was ist das denn hier alles? Das sind diese ganzen Volldödel. Wenn die mal blöd von der Seite anmachen. Egal, jetzt gilt's erstmal, diese Silverrush-Blödmänner wegzukriegen. Die sind wahrscheinlich permanent feindlich, wenn sie es erstmal sind. Mal sehen, ob ich da jetzt reinkomme, ohne meine Knarren abgeben zu müssen. Ich hoffe ja mal. Das meinen die ja wohl nicht ernst, dass ich schon wieder meine Knarren abgeben soll. Ich gebe niemals meine Knarren ab. So weit Games noch. Ey, jetzt werde ich euch aber surrounden. Oh nein, der hat schon viele Energiestriche. Was ist das, ein Tüter? Ui, nu. Na, ui. Ist das overgecheatet? Geht wieder irgend so eine Grottengurkenmusik los, die man sich nicht anhören kann. Und hier ist es aber auch viel zu umständlich, sämtliche New Vegas Soundtracks rauszunullen. Das sind ja bastardige Fastarte. Wahrscheinlich kann man die nur mit Energiewaffen schaffen. Oder vielleicht mit einem Flammenwerfer, keine Ahnung. Zu tun, dass es keine Ordnung im verdammten Inventar gibt. Ja, sind die in schlechtem Zustand. Aber die Airschies können mich damit natürlich ganz schnell killen. Ach man, ich hab einfach nichts. Ein Lasergewehr versuchen, das aber mit Sicherheit auch nichts taugt. Na klar, der ist auch dagegen resistent. Ach nee, du und dein verdammter aus Fallout 3 geklauter Böb-Spruch. Was? Ich werde euch vernichten. Normalerweise gibt es ja keine automatischen Waffen in diesem blöden Spiel. Ja, toll, wenn das nicht alles in so einem schlechten Zustand wäre. Das ist ja großartig. Ich versuche mal den Klingenhandschuh, vielleicht ignoriert er ja die Rüstung von den Ashis. Verdammt! Ach nee, du bist selber so verdammt, du alter Bastard. Immerhin habe ich jetzt ein paar Mal geschwingelbimmelt. Und den Stricher abgezockt. Sehen, was da drin ist. Anscheinend zumindest mal keine Bastarde, die mir meine Waffen wegnehmen wollen. Sonst wäre nämlich was los gewesen. Gibt's hier vielleicht auch irgendwo Striche zu holen? Wie verschlossen, sehr schwer. Ihr seid ja nervig. Vor allem sind die nämlich solche totalen Nulpen und haben das. Hallo. Bei dem sehr schwer, das sehr mit S-Punkt abgekürzt, das sind ja Nobs. Als ob das so schwer wäre, sehr schwer auszuschreiben, das muss ja sehr schwer sein. Voll Nobs. So ein Nob wie die Obsidian-Programmierer bin ich nicht. Von Obsidian haben ganz einfach alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, wenn du mich fragst. Aber ich bin natürlich der einzige Auserwählte, der das auch so sieht. Sogar der Boeing Deal meint immer, du solltest dich mal ein bisschen zurückhalten mit deinen Urteilen und einige davon auch wieder zurücknehmen, wenn du keine Ahnung hast. Aber in Wirklichkeit weiß ich natürlich, dass nur Vegas einfach mal zuckert. Guck mal, dieser Lag. Den gab's in Fallout 3 nicht.
Wenn Fallout 3 nämlich laggig wäre, dann würde ich wahrscheinlich viel weniger spielen. Aber Fallout 3 ist natürlich nicht laggig, sondern mustergültig. Fallout 3 laggt kein bisschen. Da kann Fairfax noch so mit Raiders gefüllt sein und es laggt nicht. Oh nein, da kommt ja ein Musebüschelkopf. Ja, das Telefon ist hier. Nee, das ist nur hier, falls jemand anruft, damit ich schnell dran gehen kann. Aber wenn du es benutzen willst. Total das Musebüschelkopf. Aber jetzt bin ich hier irgendwie in einem neuen Gebiet. Normalerweise geht das Video schon wieder ewig lang. Wobei einige wollen ja, dass meine Videos länger sind. Hey, wer zum Teufel bist du? Wie unbefugter Zutritt? Gar nichts! Natürlich darf ich hier sein! Vor allem hat der natürlich wieder voll den aus Fallout 3 geklauten Spruch, wenn du mich fragst. Hier drüben! Ach nee! Schwing bim! Schwing bim! Bim 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 bim. Hey, ist das ein kleiner Noob? Die Aufgabe fehlgeschlagen, die hatte ich doch überhaupt nicht. Was für ein Blödsinn. Ich hab keine Aufgabe gehabt, die The Show Must Go On heißt. Aber wenn der Typ so blöd ist und denkt, er könnte mich hier rauswerfen, obwohl er absolut überhaupt nichts drauf hat, dann ist er jetzt halt tot. Echt? So blöd wäre ich natürlich nicht. Zu behaupten, ich könnte jemanden rauswerfen, wenn ich gar nicht mal in der Lage bin, ein, zwei Treffer auszuhalten. Die NPCs in meinem Fallout 3 Import-Modus halten mehr aus. Und ja, ich weiß, ich könnte mir das natürlich auch locker reinmodden in New Vegas, aber ich will es halt erstmal relativ ungemoddet spielen. Also halt nur mit den nötigsten Mods, wie zum Beispiel denen, die das mit dem Gewicht, den ganzen Gewichten beheben. Mal sehen, ob hier jetzt auch alle Bastarde feindlich sind. Ich würde es denen besser nicht raten. Wie unbefugter Zugriff! Überhaupt nicht, ich darf hier sein! Da war absolut nichts rot geschrieben. Bastarde. Bastardige. Ich hab mir überhaupt nichts vorzuschreiben. Ich darf dahin gehen, wo ich hin will. Und die Hefe ist auch mal voll aus Point Lookout geklaut. Hab ich nicht. Ach nee! Zieh dich sofort zurück oder ich muss dich leider töten. Würde halt ja einen Flauschiff beschützen. Na, reicht schon? Warte, nein, da kommen ganz viele NPCs. Das ist hoffnungslos. Natürlich ist das hoffnungslos. Gegen mich kann keiner gewinnen. Ja, was zum Teufel bist denn du für einer? Och nö, die haben irgendwelche bastardigen Bastardwachen hier. Und von denen haben sie nämlich ganz viele, verdammt. Na toll, wenn der nicht läuft. Der ist ja ein Blödmann, ey. Helft mir mal. Dann laufe ich halt weg, ja Bastarde. Na toll, ich wollte doch gar nicht in die Richtung. Macht Spaß. Du und dein geklauter und mit gelangweilter Stimme neu vorgetragener Spruch. In Fallout 3 haben die Sprüche viel besser geklungen, obwohl es die gleichen waren. Und obwohl sie da schon genervt haben. Lass mich doch einfach mal in Ruhe, ihr Arschis. Was auch immer. Ich habe echt Besseres zu tun. Och nö, das nervt ja vielleicht mal. Ach nee. Was ist denn du für ein Problem? Kleine Hure. Spaß? Ach nee, ich geb dir gleich einen Spaß, ey. Guck mal, hier macht dir das Spaß. So, du elender Stück Dreck. Hast du jetzt deinen Spaß gehabt? Ach nee! Leck mich sowas von am Arsch, du. Bohnenobs. Vollbohnen.
Nächstes Mal überlegt ihr euch besser, mit wem ihr euch da anlegt. Wenn ihr so los seid und nach 3-4 Treffern tot geht, dann seid ihr einfach nicht gut genug, um so ein Gebäude zu verteidigen. Wenn ihr jetzt 1000 HP hättet und richtig gute Panzerungen und fette Wummen und alles mögliche, dann hätte ich Respekt vor euch, aber ihr könnt ja überhaupt nichts. Nämlich vor meinen Fallout 3 NPCs habe ich Respekt, mit denen legt man sich normalerweise besser nicht an, aber die hier, die können ja überhaupt nichts. In Fallout 3 halte ich mich zurück und lass nicht einfach immer meinen Knüppel schwingen, wenn mich irgendwer blöd von der Seite anmacht, weil das da oft übel ausgehen kann, aber hier können die ja alle überhaupt nichts. Aber jetzt muss ich wirklich mal das Video beenden. Nicht nur, weil es so lang ist, sondern auch, weil ich mal schnell wohin muss. Also, sehen.